Überall auf der Welt. Gleich kracht's. Rund um die Uhr. Filmen Kameras. Packende. Extreme. Bleib ruhig. Furchterregende Naturphänomene. Was sollen wir tun? Guck dir das an. Man ist wie gelähmt. Es gibt kein Entkommen. Das ist Reality TV. Sie glauben, sie kennen das Wetter? Diese Experten erklären, was wirklich passiert. Das Wasser fließt in den Wirbel. Mit den spektakulärsten Wettervideos der Welt. Extreme Wetterbedingungen machen im Winter besonders oft Probleme. Das Wetter spielt verrückt. Wind, Schnee, geringe Sichtweite. Wenn die Temperaturen fallen, kann der harmlose Tagesausflug schnell zum Überlebenskampf werden. April 2015. An der Südseite des Mount Everest beginnt die Bergsteigersaison. Im Basislager fällt am Vormittag leichter Frühlingsschnee. Die Erde bebt. Bis plötzlich ein Grollen den Berg erschüttert. Mit dem Handy fängt ein Bergsteiger das Erdbeben der Stärke 7,8 ein. Mit sowas hatte niemand dort gerechnet. Aufgrund plattentektonischer Verschiebungen kommt es in dieser Gegend häufig zu Erdbeben. Und dieses löst eine Lawine aus. Fuck! Fuck! Nicht zu fassen. Guck dir das an. Sollen wir ins Zelt? Es herrscht völliges Chaos. Eis, Schnee, Felsbrocken und Geröll rauschen den Berg runter. Die Bergsteiger werfen sich in ihrem Zelt auf den Boden. Im Mittelteil der Lawine kommt für gewöhnlich das meiste Geröll mit größter Wucht herunter. Je weiter weg davon, desto größer sind die Überlebenschancen. Zu ihrem Glück schützt ein Felsvorsprung die Bergsteiger davor, unter Tonnen von Eis und Geröll begraben zu werden. Du kannst 20 Zentimeter, 2 Meter oder 20 Meter tief begraben werden, je nach Lawine. Scheiße! Fassungslos klettern die Bergsteiger aus dem Zelt, das beinahe zu ihrem Grab geworden wäre. Ich versuche Hilfe zu holen. Alles verwüstet. Es ist das verheerendste Unglück in der Geschichte des Everest. Über 20 Tote und Dutzende Schwerverletzte müssen per Hubschrauber geborgen werden. In der gesamten Himalaya-Region kommen mehr als 8000 Menschen ums Leben. Vom Mount Everest zur Wilhelmina Bay in der Antarktis. Einer Magneten für Walbeobachter und Naturliebhaber. Im Februar 2012 bewundern Touristen einen Eisberg vom Schlauchboot aus. Im Sommer können Eisberge je nach Größe ein wenig schmelzen. Und der Eisberg hat auch noch eine Höhle, die will man sich doch aus der Nähe ansehen. Toll, der fällt heute noch zusammen. Dann passiert es plötzlich. Ein jahrhundertealter Eisberg kollabiert einfach. In Sekundenschnelle. In der Antarktis gibt es gigantische Mengen an Eis. Das Gletscherkalben und ins Wasser stürzen ist Teil eines natürlichen Vorgangs. Natürlich, aber furchteinflößend. Das Boot schwankt gefährlich. Der Touristenführer gibt Gas, um die Gruppe in Sicherheit zu bringen. Dabei fliegt ein Eisbrocken direkt auf die Kamera zu.
Wenn solche Eisberge, solche Massen an Eis und Schnee ins Wasser stürzen, lösen sie Flutwellen aus, die kleine Boote leicht zum Kentern bringen können. Und da ins Wasser zu fallen, bedeutet Lebensgefahr. Glücklicherweise wird niemand verletzt. Und am Schluss ragt nur noch die Spitze des Eisbergs aus den Fluten. Wie gut kennen Sie sich mit den weißen Riesen in der Antarktis aus? Satellitendaten zeigen, dass die Eisschmelze in Teilen der Antarktis jährlich um 18 Milliarden Tonnen zunimmt. Das entspricht einem Eiswürfel mit über 4 Kilometern Kantenlänge. Das wird super. Die Alpen an der französisch-schweizerischen Grenze. Die Abfahrten hier lassen das Herz jedes Skifahrers höher schlagen. Aber im Januar 2015 trüben 90 cm Neuschnee das Vergnügen. Wenn es mehrmals schneit, können sich unterschiedlich dichte Schneelagen bilden. Das erhöht das Lawinenrisiko. Manchmal reicht schon ein Skifahrer aus, um ein Schneebrett abbrechen zu lassen. Und genau das passiert, als eine Gruppe von Freunden in den noch unberührten Schnee vordringt. Der Skifahrer mit der Helmkamera erkennt die Gefahr, aber zu spät. Lawine, wo ist James? Er bemerkt, dass einer der Freunde fehlt. Wo ist James? Wo ist er? Der unter Schnee begrabene Skifahrer ist mit einem Funksender ausgerüstet, seine Freunde allerdings nicht. Jetzt entscheiden Minuten über Leben oder Tod. Als erstes muss man für ein Luftloch sorgen und rausfinden, wo oben und unten ist. Ich sehe ihn! Dann entdeckt der Skifahrer den Skistock seines Freundes, der aus dem Schnee ragt. Der Verschüttete hat geistesgegenwärtig seinen Arm samt Skistock in die Höhe gereckt. Sofort beginnt der Helfer zu graben. Ich bin bei dir. Siehst du ihn? Ja. Wo ist sein Kopf? Wir sind hier, Kumpel. Selbst im leichten Pulverschnee dauert es 4 endlose Minuten, den Kopf des Verschütteten freizugraben, damit er Luft bekommt. Er erfriert. 5 Personen brauchen fast eine Stunde, um ihn komplett zu befreien. Jeder, der abseits der Piste fährt, muss entsprechend ausgebildet sein und die richtige Ausrüstung dabei haben. Das entscheidet in so einer Situation über Leben oder Tod. Sind Sie winterfest, wenn es drauf ankommt? Sieht aus wie Sahne, die geschlagen wird. Was ist das? Im Februar 2015 bahnt sich eine Diesellok mit 4000 PS ihren Weg durch die Schneeberge im Südosten Kanadas. Ich hätte Todesangst, wenn so ein Zug auf mich zugerast käme. Die Lok hat echt was drauf. April 2011. Dutzende Tornados fegen über den Süden der USA hinweg. Im Norden Alabamas ist eine erste Tornado-Warnung herausgegeben worden, als eine Frau auf dem Weg zur Arbeit diese schockierenden Aufnahmen macht. Ein Tornado der Stärke 4 kommt direkt auf sie zu. Im April 2011 hatten wir über 700 Tornados. Die Wetterbedingungen waren wie gemacht dafür. Als die Frau ihr Handy zur Seite legt, hört man deutlich das Heulen der Windhose. Sie tut das Richtige und duckt sich, um ihren Kopf zu schützen. Da kommt ein echtes Prachtexemplar auf sie zu. Während der Tornado sich nähert, wird das Auto hörbar von Trümmerteilen getroffen. Dann passiert das Unvorstellbare.
Sie hebt ab. Unglaublich. Was man nicht sieht, sind die vielen kleinen Tornados, die um den großen herumkreisen. Einer von denen hat sie wohl erwischt. Der Wagen wird durch die Luft geschleudert. Erst nach 15 Sekunden landet die Frau wieder auf festem Boden. Doch vorher kracht der Wagen noch in ein Gebäude. Wie durch ein Wunder überlebt sie unverletzt. Was für ein Höllenritt. Sie hat Glück, noch am Leben zu sein. Ich hätte den Rückwärtsgang eingelegt und wäre mit quietschenden Reifen abgehauen. Die Antwort auf diese Frage könnte Ihnen eines Tages das Leben retten. Fahren Sie nach Möglichkeit im rechten Winkel zur Tornadospur. Falls Sie von starkem Wind erfasst werden, fahren Sie rechts ran und stellen Sie den Wagen sicher ab. Bleiben Sie angeschnallt im Auto sitzen und ducken Sie sich. Vermeiden Sie es, unter einer Brücke zu halten. Juni 2014, Nebraska. Er zerstört die ganze Stadt. Eine gefährliche und äußerst seltene Tornado-Formation zieht Sturmjäger in den 350-Seelenort Pilcher. Ich kann mich gut erinnern. Ich stand im Nachrichtenstudio und habe mit offenem Mund auf den Monitor gestarrt. Der Sturmjäger fährt ein Stück weiter, um besser filmen zu können, während der Tornado immer heftiger wird. Wenn man das sieht, denkt man nur, gleich fährt er mitten rein. Man erkennt sogar die komplexe Multivortex-Rotation. All diese tanzenden Wirbel, irre! Plötzlich erscheint in der Ferne ein weiterer Tornado. Da ist noch einer. Zwei riesige Tornados der Stärke 4, keine 2 Kilometer voneinander entfernt. Sowas ist extrem selten. Zwillingstornados, die fast gleich aussehen und wie synchron nebeneinander herrotieren. Sie sind gewaltig und zerstörerisch. Ein einziges Gewitter kann mehrere Tornados hervorbringen, allerdings für gewöhnlich nacheinander. Aus dem Tornado können sich kleinere Fortsätze zum Boden erstrecken. Und wenn die Luftströmungen im Gewitter stimmen, können sogar 2 Tornados direkt nebeneinander entstehen. 2 Menschen kommen ums Leben, knapp 20 werden verletzt. Weite Teile der Stadt Pilcher liegen in Trümmern. Aus der Gewitterzelle, die die Zwillingstornados hervorgebracht hat, entstehen insgesamt 8 Tornados im Nordosten Nebraskas. Zu welcher Jahreszeit haben Tornados Hochsaison? Die meisten Tornados treten von Frühlingsanfang bis Hochsommer auf. Sie können allerdings zu jeder anderen Jahreszeit ständig und überall zuschlagen. Mai 2015. In Norman, Oklahoma, riskiert ein Hausbesitzer einen Blick aus seinem Schutzraum. Mit dem Handy filmt er, wie es im Auge eines Tornados aussieht. Ein Tornado der Stärke 0 bis 1 fegt in Verbindung mit Starkregen durch Norman, Oklahoma. Da fliegt eine Schlauchtrommel durchs Bild. Das zeigt, wenn es stürmt, sollte man lieber nichts draußen rumliegen lassen. Die Sichtweite sinkt gegen Null. Die Windrichtung scheint sich während der Aufnahme zu ändern. Offenbar zieht der Tornado direkt über den Mann hinweg. Die Situation ist gleich doppelt gefährlich. Schwere Regenfälle auf völlig durchnässtem Boden und dazu Tornados. Aber die Bewohner bleiben unversehrt. Auch ihr Haus wird nur leicht beschädigt. Bei einem stärkeren Tornado wäre es für den Hausbesitzer gefährlich geworden, als er aus dem Schutzraum lugte. Er hatte ziemliches Glück. Musik
Keller, ein Farmer aus Kansas, soll 1928 im Herzen eines Tornados gewesen sein. Er berichtete, um ihn herum sei es totenstill gewesen und ein starker Gasgeruch habe ihm das Atmen erschwert. September 2013. In Boulder, Colorado, fällt innerhalb kurzer Zeit so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Die Folge: heftige Überschwemmungen. Boulder ist ein Hochrisikogebiet. In der Region gibt es viele Flüsse, die leicht über die Ufer treten. Ein Starkregen kann schnell in einer Katastrophe enden. Das liegt an der Art des Bodens und der Lage. Es gibt viel steiles Gelände und die Berghänge wirken wie Trichter. Das alles führt zum Chaos, wenn sich dort gesättigte tropische Luft entlädt. Die Helmkamera eines Motorradfahrers zeigt, wie die Flut über die Straßen spült. Da der Fahrer die Strecke gut kennt, glaubt er dennoch, alles im Griff zu haben. Da denkt man sich, dreh doch um. Ich bin auch ein Adrenalin-Junkie, aber manche Sachen lässt man lieber bleiben. Jetzt treibst du im Fluss. Das sieht nicht gut aus. Der Biker wird von der Strömung mitgerissen. Plötzlich kämpft er ums Überleben. Man sieht ja nicht, was unter der Wasseroberfläche los ist. Da gibt es Verwirbelungen. Die Strömung kann einen nach unten ziehen. Der Mann klammert sich am Ufer fest und entkommt schließlich den reißenden Fluten. Das war knapp. Der Motorradfahrer übersteht das Schlammbad unverletzt und findet sogar seine Maschine wieder. Allerdings dauert es 9 Tage, bis sie aus dem Schlamm geborgen werden kann. In Südamerika liegt westlich der Anden einer der trockensten Orte der Welt. Die Atacama-Wüste in Chile. Im März 2015 wird sie jedoch nach starken Regenfällen überflutet. Anders als hier bei uns ist der Boden völlig ausgedörrt. Wenn es dort regnet, ist das, als würde Regen auf einen Teller fallen. Kippt der Teller, fließt das Wasser einfach runter. In nur 12 Stunden fällt so viel Niederschlag wie in den 7 Jahren zuvor. Für Chile sind das die heftigsten Regenfälle seit 80 Jahren. Die Wassermassen treffen das Gebiet wie ein Hurricane. Überall Trümmer, zerstörte Autos. Das alles gibt es auch bei Hurricanes. Das Wasser fließt wahrscheinlich mit rund 15 Kilometer pro Stunde. Aber wegen der höheren Dichte wirkt die Flut wie ein Tornado der Stärke 5 auf alles, was sich ihr in den Weg stellt. Ungewöhnlich hohe Meerestemperaturen haben zu dem Unwetter beigetragen. 25 Chilenen sterben, weitere 100 werden vermisst und Tausende in der Atacama-Region sind obdachlos. Juni 2015. In Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, reißen Wassermassen bei einer Überschwemmung zahlreiche Autos und sogar ganze Gebäude mit sich. Durch Tiflis fließt das Flüsschen Wehre. Über den Bergen hat sich eine Gewitterzelle gebildet, deren Niederschlag sich durch das Flusstal ergossen hat. Wenn sich Schlamm bei einem Erdrutsch löst, fließt er überall hin. Und in dieser Stadt leben 1 Million Menschen. Die Sturzflut erreicht auch den Zoo. Er steht fast 4 Meter unter Wasser. Als hätte ein Tsunami den Zoo getroffen. Ziemlich beunruhigend, wenn die Gehege wilder Tiere völlig verwüstet werden und sie ums Überleben kämpfen. Für viele der totale Albtraum. Tatsächlich wird ein Mann von einem entkommenen Tiger getötet. Die Behörden sehen sich gezwungen, einige der Raubtiere zu erlegen. 19 Menschen kommen bei der Überschwemmung um, darunter 3 Tierpfleger. Rund die Hälfte der ursprünglich 600 Zootiere verendet in den Fluten oder wird gezielt erschossen. Ab
April 2015. An der südamerikanischen Pazifikküste scheint der Himmel in Flammen zu stehen. Zum ersten Mal seit über 40 Jahren bricht der Vulkan Calbuco aus. Vulkane sind total faszinierend. Der Vulkan speit 200 Millionen Tonnen Asche über 10 Kilometer in die Höhe. Und Windströmungen tragen sie rund um die Welt. Manche Partikel werden bis zu 30 Kilometer hoch in die Stratosphäre geschleudert. Noch dazu zucken Blitze über den Himmel. Man sieht nicht oft so viele Blitze bei einem Vulkanausbruch. 5000 Menschen werden im Umkreis von 20 Kilometern evakuiert. Ein Ausbruch lässt sich nicht genau vorhersagen. Das macht es ziemlich gefährlich, in der Nähe eines Vulkans zu wohnen. Ein anderer Vulkan hat einen der größten Lavaströme der Welt verursacht. Mhm. 2014 filmt eine Drohne den Ausbruch von Islands riesigem Vulkan Bárðarbunga. Ferngesteuerte Fluggeräte ermöglichen die Erforschung entlegener Vulkane wie diesem. Aber die faszinierenden Aufnahmen haben ihren Preis. Die Drohne fliegt so nah heran, dass die Kamera schmilzt. Glücklicherweise bleibt die Speicherkarte intakt. Im April 2015 breiten sich in Sibirien gefährliche Steppenbrände aus. 5000 Helfer sind gegen die Flammen im Einsatz. Die Leute denken, in den nördlichen Breiten gäbe es keine Waldbrände, aber das ist Unsinn. Die Flammen gefährden zahlreiche Menschen und Tiere. Wie rettet man sich, wenn man von Feuer umzingelt ist? Ich hätte nicht die leiseste Ahnung. Das Feuer wird vom Wind weiter angefacht und breitet sich so extrem schnell aus. In nur 24 Stunden verdoppeln sich die Ausmaße des Infernos. Panische Autofahrer steuern beim Versuch zu fliehen direkt in das Flammenmeer hinein. Ich würde weiterfahren, bloß nicht anhalten. Was dabei rauskäme, kann man sich ja denken. Plötzlich fängt das Heck eines Wagens Feuer. Das Gestrüpp und die Trümmer sind sehr heiß. Sie bringen Sachen zum Schmelzen und können sie sogar entzünden. Möglicherweise wurde das Feuer von Bauern verursacht, die trockenes Gras auf ihren Feldern abgebrannt haben. Wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen war die Vegetation so ausgedörrt, dass sich der Brand auf über 100.000 Hektar Land ausbreiten konnte. September 2013, im Norden Kaliforniens. Eine Familie kämpft gegen einen Flächenbrand, der vom Wind angefacht wird. Ein besonders heißer Sommer hat die Katastrophe begünstigt. Der Baum fällt um! In diesem Teil Kaliforniens herrschten Temperaturen von über 40 Grad, dazu niedrige Luftfeuchtigkeit. Der Hausbesitzer versucht verzweifelt, das Feuer abzuwehren. Er will mit der Planierraupe eine Brandschneise schaffen. Die ist vielleicht 3 Meter breit. Es bräuchte aber 30, damit der Wind keine Glut rüberwehen kann. Windböen lassen die Flammen meterweit in die Höhe schlagen. Los, weg hier! Wie sich das Feuer verhält, lässt sich aufgrund des Windes und der Beschaffenheit der Hänge überhaupt nicht vorhersagen. Die Familie kann sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. So ein Mist! Aber ihr Haus fällt in Flammen zum Opfer. Man verliert, wofür man 20, 30 Jahre gearbeitet hat, wo die Familie groß geworden ist. Los jetzt! Wir müssen hier weg! Man muss einsehen, dass die Flammen nicht zu stoppen sind. Das Feuer wütet auf über 30 Quadratkilometern. Es fordert ein Menschenleben und zerstört 68 Häuser. Fire
Feuer breitet sich mit 10 bis 13 Kilometern pro Stunde aus. Aber bei Wind kann es leicht doppelt so schnell werden. Erst brennt nur eine kleine Fläche, dann der ganze Hügel. Auf dem Weg nach oben umschließt das Feuer innerhalb von Minuten ganze Siedlungen. Wir werden vom Blitz getroffen. Werden wir nicht. Juli 2007. Zwei Meteorologiestudenten der University of Oklahoma filmen von ihrem Balkon aus ein wahres Feuerwerk an Blitzen. Hast du den? Es ist gefährlich, sich bei so einem Wetter draußen aufzuhalten. Sie verstoßen gegen eine der wichtigsten Sicherheitsregeln überhaupt. Any chaser will tell you. Jeder Sturmjäger wird dir sagen, dass seine größte Angst nicht Tornados oder Riesenhagel gilt, sondern Blitzen. So lauten Donner habe ich noch nie gehört. Das Gewitter bringt heftigen Niederschlag mit sich und Windböen mit über 100 Kilometern pro Stunde. Da, noch einer. Es blitzt wie verrückt, aber sie scheinen weit entfernt, oder? Sag meiner Familie, dass ich sie liebe. Sowas habe ich auch mal erlebt, ganz ehrlich. Das mache ich bestimmt nie wieder. Wenn wir draußen drehen, behalte ich die Blitze ganz genau im Auge. Die Studenten sind so nah am Einschlagsort, dass sie ein Kribbeln im Nacken und in den Zehen spüren. Seitdem haben sie vermutlich mehr Respekt vor dem spannungsgeladenen Naturschauspiel. Schon ironisch. Die beiden studieren immerhin das Wetter. Wissen Sie, wie Blitze entstehen? Zunächst braut sich ein Gewitter zusammen. In der Gewitterzelle prallen Hagelkörner aufeinander. Die Atmosphäre lädt sich auf, negativ und positiv geladene Teilchen entstehen. Das muss sich irgendwie entladen. Bumm! Und dann zuckt der Blitz. In Marana, Arizona, gelingt einem Fotografen dieser Glückstreffer. Ein Regenbogen direkt neben einem Blitz, verursacht durch einen sogenannten Microburst. Das Foto erobert das Netz im Sturm. In den Sumpflandschaften entlang des Golfs von Mexiko können sich von jetzt auf gleich reißende Gewässer ihren Weg bahnen und Menschenleben bedrohen. Jetzt kommt die Sturmflut rein. Als Hurricane Katrina im August 2005 auf die Küste trifft, verfolgen einige Sturmjäger das Geschehen in Gulfport, Mississippi, von einem Hotel aus, das keine 250 Meter vom Strand entfernt ist. Katrina traf Mississippi besonders hart, mit der heftigsten Sturmflut und dem stärksten Wind. Mississippi und der Süden von Alabama waren am schlimmsten betroffen. Die Sturmjäger sind mitten in einem Hurrikan der Kategorie 3. Ein Hurrikan ist viel verheerender als ein Tornado. Dieser Sturm hat hunderte Kilometer entlang der Küste verwüstet, von Louisiana bis rüber nach Mississippi und Alabama. Zunächst drücken die äußeren Winde, in Katrinas Fall die schwächeren Winde, das Wasser Richtung Ufer. Da steckt konstanter Druck dahinter. In der Lobby unseres Hotels treiben Möbel im Wasser. Die Fluten spülen sogar ein Auto gegen die Eingangstüren des Hotels. 30 cm hohes Wasser kann rund 700 Kilogramm tragen. Wenn das Wasser 60 cm hoch steht, reicht das also schon aus, um ein Auto wegzuschwemmen. Bei dem Auto macht mir am meisten Sorge, dass sich durch einen Kurzschluss das Benzin entzünden könnte. Draußen herrschen Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde. Das Erdgeschoss steht komplett unter Wasser.
Der Wind lässt das Wasser nicht wieder abfließen. Dadurch steigt es immer weiter. Und dann setzen die richtig starken Winde ein. Der Wasserpegel steigt auf über 8 Meter an und die Fluten erreichen den ersten Stock des Hotels. Eine 8 Meter hohe Sturmflut, das ist der bisher höchste Wert in den USA. Sie hat die Kraft eines Bulldozers. Hunderte Menschen kamen in Mississippi ums Leben, weil sie sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben. Fast 10 Jahre später, im April 2015, wird entlang der Golfküste eine Tornadowarnung ausgesprochen. In New Orleans fallen Hagelkörner so groß wie Golfbälle. Da zogen mehrere Gewitterzellen in einer Linie aufgereiht durch, sichtbar als Bogenecho. Durch starke Winde wird die Gewitterlinie bogenförmig, während sie voranrollt. Um 10.30 Uhr wird es stockdunkel und die Straßenlaternen schalten sich ein. Wenn ein Sturm immer heftiger wird, halte ich für gewöhnlich an, sobald die Scheibenwischer den Regen nicht mehr bewältigen können. Es regnet so heftig, dass dieser Fahrer kaum noch sieht, was vor ihm auf der Straße passiert. Es fielen 50 mm Regen, die Windgeschwindigkeit erreichte 110 km pro Stunde. Sehr ungewöhnlich zu dieser Tageszeit. Eine Windböe knickt einen Strommast um. Strommasten sind über die Stromleitungen miteinander verbunden. Fällt einer um, könnten weitere wie Dominosteine folgen. Dieses Video zeigt zwei meiner größten Ängste als Sturmjäger. Zum einen von einem Strommast zerquetscht zu werden, zum anderen von abgerissenen Leitungen gegrillt zu werden. Der Fahrer und sein Wagen bleiben unversehrt. Aber nicht weit entfernt fegt der Sturm 4 Zugwaggons samt einem Dutzend Container von einer Brücke. Wie gut kennen Sie sich mit Stürmen aus? Nah am Boden verlangsamt Reibung den Wind. Je weiter oben, desto größer die Windgeschwindigkeit. Mai 2015, nahe San Antonio, im Süden von Texas. Nachdem mehrere Stürme in diesem Monat bereits 50 cm Regen gebracht haben, hat sich ein ruhiger Bach in einen reißenden Strom verwandelt. Allein am Samstag zuvor waren fast 80 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. Daher gerieten viele Bäche und Flüsse außer Kontrolle und traten über die Ufer. Nach mehreren Jahren Dürre waren die Böden in Texas völlig verhärtet. Das Wasser versickert nicht wie sonst üblich. Dadurch kommt es zu schwerwiegenden Überschwemmungen. Er muss da raus! Ein älterer Mann bleibt mitten in den Fluten mit seinem Fahrzeug liegen. Er hat versucht, die Wassermassen zu durchqueren. Manchmal sieht man Wasser auf der Straße und denkt sich, ach, da kann ich durchfahren. Ich bin doch kein Weichei. Wasser auf der Straße ist immer gefährlich, egal wie hoch es steht. Wenn der Reifen zur Hälfte im Wasser steht, ist es eindeutig zu tief. Unfassbar, dass da jemand drin ist. Schließlich gelingt es, den Fahrer aus seinem Wagen zu bergen. Der Mann hatte Riesenglück. Viele Menschen kommen in genau solchen Situationen ums Leben. Der Mai 2015 ist in Texas einer der regenreichsten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Haben Sie sich je gefragt, was den Geruch von Regen verursacht? In dieser Aufnahme sind kleine Aerosolwolken zu erkennen, die von einem Regentropfen freigesetzt werden, wenn er auf den Boden trifft. Wie Sprudelblasen im Sektglas. Wissenschaftlern zufolge setzen sie den spezifischen Erdgeruch frei.
Manchmal will man einfach nur die Schönheit der Natur bewundern und sich von ihrer eindrucksvollen Kraft inspirieren lassen. Was für ein Anblick. Das könnte ich mir stundenlang ansehen. Besonders reizvoll wirkt das Ganze aus dem All. Seit Anfang der 60er Jahre haben NASA-Astronauten über 1,5 Millionen Fotos vom Planeten Erde gemacht. 4, 3, 2, 1, 0. Seit Beginn des Satellitenzeitalters verstehen wir viel besser, wie verschiedene Wetterlagen zustande kommen. Unser Planet ist einfach spektakulär. Das versetzt einen in Ehrfurcht. Ob Weltraumfahrzeuge oder Satelliten im Orbit, ihre Bilder eröffnen Meteorologen neue Blickwinkel. Wir bewegen uns außerhalb der Stratosphäre und in der Mesosphäre. Wir blicken vom Weltall aus auf die Erde. Und die Bilder sind einfach atemberaubend. Wie einst ein Astronaut der Apollo 8-Mission sagte, wir haben den langen Weg zurückgelegt, um den Mond zu erforschen. Und unsere wichtigste Entdeckung ist die Erde. Die Erde muss sich nicht aufhübschen oder besonders zurechtmachen. Sie braucht weder Lippenstift noch Botox. Nackt und natürlich ist sie wunderschön. Eine NASA-Studie legt nahe, dass die Stürme in den USA mit der zunehmenden Luftverschmutzung auf der anderen Seite des Pazifiks zusammenhängen könnten. Diese Computeranimation stellt Partikel in der Luft dar. Sulfate vom Verbrennen fossiler Brennstoffe in weiß, Rauch von Waldbränden in grün, Wüstenstaub in rot und Sprühnebel von Zyklonen in blau. Zurück auf der Erde. Oregons atemberaubende Küste ist ein gutes Beispiel für faszinierend schöne Wetterkapriolen. Der Pazifik ist eine echte Naturgewalt mit unglaublicher Kraft. Die Wellen dort sind der Wahnsinn, vor allem an einer Felsküste wie in Oregon. Die Energie im Pazifischen Ozean ist unvergleichlich. Selbst Stürme in 9000 Kilometer Entfernung sorgen an der US-Küste für hohe Wellen. Vor allem im Winter kommt es zu starken Stürmen. Das zieht uns an. Wir wollen die Elemente spüren, Teil der Natur sein, uns mit ihr verbunden fühlen. Etwas Schöneres gibt es nicht. Wie gut kennen Sie sich eigentlich mit Eishöhlen aus? Selbst an einem wolkigen Tag sorgt die Sonne für eine spektakuläre Lichtshow in den sogenannten Kristallhöhlen unterhalb des isländischen Gletschers Vatnajökull. Im Frühjahr und Sommer ist es zu gefährlich, sie zu besichtigen. Aber im Winter ist der Abstieg sicher. Dann ist das Eis in den Höhlen stabil genug. Beeindruckende Wetterphänomene bekommt man auch in Michigan, nahe der Great Lakes, zu sehen. Ich bezeichne die Great Lakes immer als natürliches Wetterlabor. Michigans obere Halbinsel ist einer der kältesten Orte der Erde. Durch den sogenannten Lake-Effekt fallen dort jährlich bis zu 7 Meter Schnee. Wenn Kaltluftausbrüche vom Nordpol oder Sibirien geradewegs über Kanada hinwegziehen, landen sie dort. Hier ist auch einer der besten Orte, um den Nachthimmel zu beobachten. Es gibt nicht viele Menschen, kaum Industrie und wenig Straßenlampen. Deshalb sieht man den Sternenhimmel in seiner ganzen Pracht. Genau wie die leuchtenden Farben der Aurora Borealis, auch Polarlichter genannt, ein Geschenk der fernen Sonne.
Bei Sonneneruptionen wird Plasma ausgestoßen, das mit der Erdatmosphäre interagiert und dabei Gase ionisiert. Das sorgt für diese fantastischen Farben. Wenn man weit genug im Norden ist, sieht man die Polarlichter durch die Atmosphäre ziehen. Wegen solcher Anblicke wird man Meteorologe. Das ist einfach fesselnd.